Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come. Wir folgen gerade unserem lieben Hans zu seinem Rendezvous. Und er braucht Hilfe. Sag mal, Heinrich, wie viele Mädchen hattest du schon? Wenn du überhaupt eines hattest. Paar, aber mit dir kann ich gewiss nicht mithalten. Fürwahr. Eines Tages wird man über meine Liebesabenteuer schreiben. Komödien oder Tragödien? Hängt ganz davon ab, wie es heute läuft. Hans, du bist komisch. Aber ja, es wurde über dich geschrieben. In einem Spiel. Deswegen, du bist ein junger Hecht und versuchst, junge Weiber aufzureißen. Aber du bist wenigstens cool irgendwie. Und hast Mut. Und bist ein Edelmann. Und bist anständig erzogen worden. Kannst du mal weiterlaufen? Du bist zu lahm. Renn doch zu deiner Liebe. Dicky. Streck dich durch den Wind und dann fliegst du dahin. Mhm. Habe mich extra so verkleidet, dass niemand, weder sie noch er uns sehen kann. In dem Haus hier wohnt übrigens auch eine sehr hübsche Maid. Aber sie hat schon einen Verehrer. Als ob dich das je gestört hätte. Oh doch, seit mich der Kerl kopfüber in einen Misthaufen geworfen und dann ordentlich verprügelt hat. Beim Beschützen ihres Weibsvolks scheint deine zukünftigen Untertanen nicht einmal vor dir Halt zu machen. Hätte er mich erkannt, hätte er das nicht getan. Ich war, inkognito. Mhm. Irgendwie, also Hans... Gnade, was bleibt mir armem Wicht, dem Sigismunds Meute das Haus abgefackelt hat? Komm noch Prübislawitz. Wurde doch gesagt, mehrfach. Also ich glaube, nach dieser Quest hier, hoffentlich, also wenn sie jetzt demnächst zu Ende ist, also wenn sie hoffentlich, wobei ich die Quest eigentlich gar nicht gerne zu Ende hätte, aber wenn das vorbei ist, dann gehen wir auf jeden Fall nach Prievislawitz. Einmal noch. Also einmal jetzt demnächst wieder. Weil, waren dort lange nicht mehr und vielleicht gibt es wieder Gesetze, die wir verabschieden müssen und... Wir sind fast da. Du versteckst dich hinter einem Grabstein oder im Gebüsch und rührst dich nicht vom Fleck, damit du sie nicht verschreckst. Alles klar. Sorry, was geht? Ich bin heute sehr müde. Ich habe heute super schlecht geschlafen. Versteck dich! Das Abenteuer beginnt. Woher weißt du, dass sie herauskommt und nicht jemand anderes? Sie hat den Brief und die Kette erhalten, oder? Sie weiß, dass ihr heimlicher Verehrer kommt. Und was ist meine Aufgabe? Na was wohl, du Narr? Du sagst mir aus dem Gedichtband ein. Okay. Verstecke mich. Im Gebüsch. Beweg dich! Ich will bei der Liebe meines Lebens nicht zu spät kommen. Hä? Wo soll ich mich denn verstecken? Ach, hier hinten oder was? Alles klar. Wer ist da? Ich kann dich nicht sehen. Dein glühender Verehrer, holde Maid. Aha. Und hast du einen Namen? Was ist ein Name? Was wir Rose nennen würde unter jedem anderen Namen. So lieblich. Riechen. Oder nicht? Die Musik. Los, Heinrich. Oh Gott. Ich hab Angst. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht hören. Lieben die laue Nacht. Du laue Nacht, genau. Du laue Nacht, verweile nicht. So lang schon sehn ich ihr Gesicht. Allein ihr Wort heilt meine Brust. Wer weckt nun mir die Lebenslust? Du laue Nacht, verweile nicht. So lang schon seh ich ihr Gewicht. Allein ihr Wort reift an der Brust. Wer steckt in ihr mit Lebenslust? Nein! Wie Lippen zu haben, die nicht küssen, und Korn beim Faulen sehen zu müssen, zu lieben und doch zu entbehren, ist wie ein Frühjahrsfeld ohne Ehren. Wie Titten zu haben und nicht küssen,
und Korn beim Faulen zählen zu müssen. Mut. Zu lieben, ohne zu entehren, ist wie Frühjahrsmeische ohne Gären. Psst! Was zum Teufel redest du da? Was hat da gezischt? Das war eine wilde Gans hier im Gebüsch. Oh Gott. So ehre ich dich. So ehre ich dich, Liebling mein. Sollst stets an meiner Seite sein. Doch gehörst du nicht mehr mir allein. So muss sich unser Bund entzweien. So störe ich dich, Liebling mein. Sollst stets an meiner Seite schreien. Doch gehörst du nicht mehr mir allein. So muss ich unser Hund entzweien. Herrgott Heinrich, was für einen Unsinn gibst du da von dir? Ich? Du stammelst hier doch herum. Du bist komisch. Eine solch eigentümliche Poesie ist mir neu. Wo um alles in der Welt hast du das her? Die Franzosen sind schuld. Aber in Frankreich gilt das doch als schick. Jetzt trittst du auch noch nach. Halt die Klappe und überlass das mir. Wie fandest du es, Liebste? Nun, es war, Ich krieg mich nicht mehr ein. Mein Vater kommt, versteck dich! Oh. Wer redet da? Wenn das wieder ein Verehrer ist, werde ich ihn ausweiden. Ich habe niemanden gehört. Das klang du hören, aber was er sagte? Unter unserem Fenster. Ich habe ein ungutes Gefühl, Herr Hans. Wir sollten... Bist du noch da? Ich bin hier, Geliebte. Wie könnte ich mich jemals von dir trennen? Vater kommt. Er wird dich umbringen. Wird er nicht. Denn er wird nicht ahnen, wo ich gleich sein werde. Heinrich, Zeit für meine Jagdtrophäe. Was auch passiert, halt mir den Rücken frei. Da Alles bist klar. du ja, du laster Balk. Jetzt wirst du sehen, wie ein Fleischer die Ehre seiner Tochter schützt. Verschaff mir Zeit. Der Hans, Alter. Ah, der hat sich niemand. Was wirst du im Schilde, du Lump? Warum schleißt du im Dunkeln um ein ehrbares Heim? Ich wollte am Grab meiner werten Urgroßmutter trauern. Ach ja? Und was machst du dann direkt unter meinem Fenster? Hä? Gegenfrage. Was trampelst du auf Urgroßmutters Grab herum, hm? Genug mit diesem Unfug. Noch ein Wort und es setzt was. Was hast du hier zu suchen? Oh, meine Liebste! Häng fort! Häng fort oder ich rufe Vater! Liebste, wie kannst du so grausam sein? Hey, was war das? Was war was? Was? Das Geräusch! Ich hab sicher was gehört! Hier auf dem Friedhof? Vielleicht ruhelose Geister, könnte es das sein? Ich könnte schwören, das kam vom Fenster meines Hauses! Mhm. Und was hat das mit mir zu tun? Jemand stellt meiner Tochter nach. Ich komme raus und finde dich hier vor. Was für ein Zufall, nicht wahr? Nun sag schon die Wahrheit. Du irrst dich. Ich stelle deiner Tochter nicht nach. Und wenn sie auch nur ein bisschen nach dir kommt, bleibt das auch so. Du Verfluchter! Du kannst doch nicht einfach unaufgefordert hier reinklettern. Ma chérie, ich will dich beminnen. Dann beminne mich gefälligst vom Hof aus. Halte mich bloß nicht zum Narren. Ich hab doch was gehört. Was war das? Geht es dir gut? Offenbar hörst du Dinge, die andere nicht hören können. Bedenklich. Meinst du, ich höre Stimmen in meinem Kopf? Das muss nicht zwingend etwas Schlechtes sein. Auch die heilige Euphrosyne von Polatsk hat Stimmen gehört und dann sogar ein Kloster gegründet. Hab auch Stimmen gehört. Zumindest klang es so. Aber beschwören würde ich's nicht. Hört mal zu. Ich stand die ganze Zeit hier und habe nichts gehört. Wollt ihr mich für dumm verkaufen? Dumm oder nicht? Was hast du unter dem Fenster meiner Tochter zu schaffen und wer hat mit ihr geredet? Das war nicht zu überhören. Was? Ich habe gebetet. Guter Mann, im rüstigen Alter bildet man sich so manches ein. Ich habe lediglich für die Seelen der Verstorbenen hier auf dem Friedhof gebetet. Deine Tochter ist mir einerlei. Die Stimme klang anders als die deine. Aber wo ist der Kerl hin? Du musst ihn gesehen haben. Außer du deckst diesen Lump. Was? Liebst du mich nicht? Nein, ich sag's nicht nochmal. Raus jetzt! Kriege ich wenigstens einen Kuss? Raus, raus, raus! Ihn ablenken, überrascht und singen. Beim Allmächtigen! Hier spukt es. Ich hätte gut daran getan, den Friedhof bei Nacht zu meiden.
Der Einzige, der hier herumspukt, bist du. Genug Zeit mit dir vergeudet. Erst schlage ich dich zu Brei und dann den anderen Bastard. Du kriegst die Dresche deines Lebens. Oh, oh. Bleib Kannst ruhig, Diggi. Diggi, bleib ruhig. Ich hab dir nichts getan. Ich sag dir, ich bin lieb zu dir. Ja, Mist. Ja, daneben, ha? Au. Ich glaube, ich sollte fliehen. Eins, zwei. Okay. Hans, ich hau ab. Ich muss ja niemanden verhauen. Puh, Glück gehabt. Okay, Hans, du bist mir einer. Diese Probleme, die er mir immer bereitet. Als ob ich nicht genug Probleme hätte mit Frauen. Ja, wobei, eigentlich ist meine Frau da drüben und der geht's gut. Also meine zukünftigen. Also. Uff. Jetzt kann ich auch meine Rüstung wieder anziehen. Das kann richtig Ärger geben jetzt. Wenn das schief läuft, uiuiui, gibt das Ärger. Zumal er sah aus wie Dr. Pickleface gerade, ey. Keinem ist es gestattet, nach Einbruch der Dunkelheit ohne Licht herumzuschleichen. Dafür wirst du büßen. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das... Hä? Du machst einen großen Fehler. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist. Also... Zur Hölle könnte das getan haben. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich nochmal die Fackel ausrüsten. Ist nicht dein Ernst. So, und jetzt wird sich schlafen gelegt. Ruhe jetzt. So ein Hajo, ey. Zum Glück hat er mich nicht wegen irgendwas anderem angezeigt. Angezeigt. Das gibt's doch gar nicht, ey. Immer dieser Stress. Erstmal Hans, dann kommt der Hajo und was jetzt? Soll ich noch lächeln oder was? Ach, das ist manchmal echt verrückt. Ganz verrückte Welt. Heute findet in Rathal, alles klar. Werde ich mir überlegen. Ich muss zu Herrn Hans. Als wichtiger. Den Rest können wir später machen. Herr Hans. Der pennt noch. Diggi. Nicht mit mir. So, jetzt? Natürlich nicht. Ich gehe gleich auf die Latrine. In die Latrine, auf die Latrine, ist ja auch egal. Oder ich gehe tatsächlich das Turnier gewinnen. Das Turnier ist ja eigentlich mit Herrn Hans zusammengekommen. Ich komme nicht mal. Wann muss ich vorbei? Steht da noch immer morgen? Ja. Am Morgen zu Herrn Hans. Okay, ich esse was und dann geben wir die Schlacht gewinnen. Ah, na toll. Vielleicht sauf ich eher was. Was haben wir denn hier so? Dörrfleisch haben wir genug. Habe ich irgendetwas, was dringend weg müsste? Das Hühnchen. Ah, das Hühnchen ist nicht gebraten, Gedel. Aber das braten wir jetzt nochmal. Das Hühnchen. Danke. Oh, lecker. Lecker. Da. Ein Hühnchen, Nummer zwei. Dann bin ich satt. Und dann geht's los. Der Hans kann warten. Ja. Hat ja ordentlich auf mich gewartet. So. Lässt mich ja auch warten hier. Das Turnier gewinnen wir. Diesmal nehme ich eine andere Waffe.
als erste Waffe. Ich glaube, ich nehme Streitkolben oder Axt oder sowas. Einfach nur mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Aber mit einigen Waffen bin ich tatsächlich gar nicht mehr so gut. Was ist meine... Ich nehme die schwächste Waffe, die ich habe. Dann kann ich mich damit einüben. Axt. Die Axt ist die... Nee, der Streitkolben. Alles klar. Gott segne dich. Ich möchte... Gerne. So. Das und ich... Kriegshammer. Kriegshammer und Schild. Damit weiß ich umzugehen. Gut, mach dich bereit. Du kommst als nächstes. Gott behüte dich. Jawohl. Den hiesigen Kampfplatz betritt nun Heinrich aus Galitz aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und auf ihn trifft Oldig Freier, Waffenknecht aus der Garnison von Herrn Dirbisch von Talmberg. Heißt die Kämpfer willkommen! Mhm. Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Alles klar. Dann gibt's jetzt erstmal auf die Nuss. Da bin ich aber eben zur richtigen Zeit nochmal. Da. Na komm, schlag zu, Diggi. Pam! 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 Okay, sehr schön. Aber 14 mal genug. Komm, schlag zu, Diggi. Block. Na komm, ich bin zu lahm. Tu! Ta! Komm, verzieh dich! Jetzt gibt er aber auf. Ich! Heinrich aus Galitz! Auch wenn das Schwert meine beste Waffe ist, ich möchte doch lieber andere Waffen wechseln haben. Für den zweiten Kampf. Unsere Recken kämpfen mit Jagdschwertern. Okay, komm her. Sprich doch! Puh! Einmal ins Gesichtle. Na komm nochmal, komm nochmal. Ich block dich eh weg. Puh! Okay, das ging schnell. Für sich entscheiden konnte, erreicht er die nächste Runde. Ha, das ging schnell. In dieser Runde beweist seinen Mut Kolder vom Turme, Büttel des Rataja Vogts. Jawohl. Und mit ihm im Kampfe misst sich Heinrich aus Galitz aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Alles klar. Alles klar, Diggi. Dann komm. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Na dann komm, schlag zu. Das ist wohl genug. Ich bleib einfach nur stehen. Du. Zum auf den Kopf. Alles klar. Einmal. Oh, Mist. Das war nicht gut. Und da hast du noch einen Schlag. Verdammt! Sehr schön. Okay. Ich bin Level Up mit dem Streitkolben, glaubst du gar nicht. Na komm. Ah, oh, sehr gut. Komm, schlag zu. Schlag nochmal zu, komm. Ich warte auf dich. Oh, das ist der gefährliche Block. Kannst du nicht mehr? Der kann richtig wehtun. Da, das ist der Block. Das ist der Block, der so
unfassbar wehtut. Und der auch. Okay, jetzt wird es ein Kampf. Jetzt wird es ein spannender Kampf, weil beide bluten. Ja, ja. Tu! Okay, gib auf. Du bekommst den nächsten auch noch hin. Nein. Herrgott! Ja, Herrgott sakrament. Was das schon? Jetzt ist er weg. Die Schnur, das passt irgendwie in null. Hey, das war unser Sieg. Mal schauen, was jetzt kommt. Langschwert? Oh, es kommt mein Langschwert. Waffen wechseln für den zweiten Kampf. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Damit kann ich auch kämpfen. Und gerade damit kann ich kämpfen. Zack. Eigentlich ist es immer komisch, warum man warum wir jetzt die schlechteste Waffe genommen haben. Ansonsten macht das ja mehr Sinn, dass wir die beste nehmen. Aber in dem Zusammenhang, dass wir auch mal ein bisschen Level wollen, macht das vielleicht auch so mal Sinn. Dann komm, schlag nochmal zu. Wenn du dich traust. In der Ecke kannst du mir eh nichts tun. Oh ja. Na komm. Schlag zu. Ich zeig dir mal mit dem Langschwertkampf. Na komm, schlag zu. Dauert nicht lange. Puh. Gib auf. Der Sieger des zweiten Kampfes ist Heinrich aus Görlitz. Da er diese Runde für sich entscheiden konnte, erreicht er die nächste Runde. Letzte Runde, Diggi. Der erste Wettstreiter ist Kohlmann aus der Wache von Herrn Hanusch von Leipa. Und ihm steht gegenüber Heinrich aus Galitz aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer willkommen! Alles klar, jetzt erstmal schreiben. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Alles klar. Los geht's. Hau drauf. Einmal tritt voll auf die 12. Naja, so auf die 12 war es jetzt auch nicht. Okay. Was kommt jetzt? Puh. Erster Schlag schon ins Gesicht. Ich würde sagen, du hast schon keine Lust mehr, ha? Schlag nochmal zu. Ich bin schon Sadist geworden. Na komm, gib auf. Oh ja. Das ist dann. Das ist mein Sieg. Das ist mein Sieg. Beendet und der Sieger ist Heinrich aus Görlitz. Der zweite Kampf wird gewiss nicht weniger spannend. Er könnte schon den Sieg bedeuten. Uns erwartet ein harter Kampf mit Axt und Schild. Das ist nochmal spannend. Das wird nochmal sehr, sehr spannend werden. Komm, schlag zu. Fotze! Was? Sag doch sowas nicht zu mir. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Oder schlag. Ja, ich bin auch schon K.O. Tja. Mama! Aua! Oh! Vorsicht, 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 Vorsicht! Ja, sammle deine Kräfte! Du wirst sie brauchen! Ich wollte gerade blocken, aber da kam nichts. Na komm, schlag's an! Du bist langweilig. Au.
Das hat wehgetan. Geh mal in die Ecke. Und gib Ruhe. Geh mal da hinten hin. Damit du eine fangen kannst. Aua. Das war mein Fehler. Okay, das könnte sogar seine Runde werden. Hundling! Oh ja, doch nochmal getroffen. Oh, ich war schneller als er. Jawohl, gewonnen. Doch nochmal. Aus Garnet. Hochverehrte Edeleute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataia-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leiper unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Garlitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig. Dankeschön. Kobilla. Dankeschön. Unser Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Alles klar. Autogramme gibt's später, Digi. Okay, jetzt holen wir uns nochmal schnell den Preis ab. Der letzte Kampf hat sich doch nochmal gezogen. Zack. Zack, zack, Herr Hanusch. Zack, zack. Komm mal runter, Digi. Hier, Heinrich. Dein Preis. Das war uns. Danke. Hab vielen Dank. Wohlverdient. Mach's gut. Schwert des Oberbarons. Was ist denn das? Ja gut, so stark ist das Ding jetzt auch nicht. Hat nur eine große Verteidigung. Aber mehr auch nicht. Nee, unser Schwert hat sogar noch mehr Verteidigung. Aber es ist schön so. Ist ein Kurzschwert sogar. Okay, kann man machen. Vielen herzlichen Dank, Diggi. Und jetzt werde ich euch in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen... Ja, Henker los. Weiß auch nicht. Ja. Was ist mit dem Henker los? Da war irgendwas anscheinend wieder. Ich würde aber sagen, ich reite zur Basis zurück und wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.